Der Typ steht echt auf voll. Der Aufzug ist da drüben. Los. Das ist total spannend. Ja, unsere Geschichte fing einfach so an, dass wir aus einem Bus stiegen. Deine klingt so explosiv und so. Macht der Gefangenen keine Komplimente. Von da oben kommen wir in den Moonshot rein. Ich hol den Lift. Verdammt, irgendwas blockiert den Lift da oben. Wir müssen uns was einfallen lassen. Okay, schräge Idee. Ich bastle was am Ladeterminal. Sonst droht ein mörderischer Absturz. Danke für die Warnung, Mann. Okay, steige den Mundschutzzylinder und fahr. Das ist die zweitgrößte Kugel, in der ich je war. Festhalten, ich drehe den Zylinder. Ja, oben angekommen. Gib den Lift frei, damit ich nachkommen kann. Mehr Soldaten. Badasses wie dich. Puh, geschafft. So, jetzt müssen wir nur noch in einen Moonshot-Container. Die Gier Hyperions wird nicht. Nachdem wir diesen Arsch gekillt haben. Jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal gerettet. Jetzt müssen wir... die Autoschusssteuerung ist beschädigt. Einer muss hierbleiben und die Kapseln von Hand starten. Ich würde ja sagen, du, Nisha, aber du bist viel zu hübsch, um zu sterben. Die Tour zieht bei mir nicht, Cowboy. Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich mache dich noch den Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Bist du dir sicher? Du stirbst wahrscheinlich. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Held, Baby. Da gehört Selbstaufopferung zum Charme. Oh, gut, ein Mediaautomat. Ja, ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber vor deiner Reise zum Mond. Und deck dich auch mit Munition ein. Da drüben gibt's welche. Wir müssen einen Moonshot-Container hier hochbringen. Normal transportieren wir damit Vorräte, aber diesmal bist du die Ladung. Okay, der Container hier dürfte es tun.
bereit. Geh rein. Ich werde wahrscheinlich sterben, oder? Ja, wir sehen uns, wenn du das Störsignal abgeschaltet hast. Cool, ich schließe das Ding jetzt. Gliedmaßen einziehen. Ich lade dich jetzt in die Abschlusskammer. Jetzt wird's laut und ganz leicht furchterregend. Du sagst also Jack, Handsome Jack, der Mann, der meinen Freund ermordet hat, ist dort geblieben, während du geflüchtet bist? Nie im Leben. Ob das Heldenmut oder reine Strategie war, kann ich nicht sagen. Aber wäre Jack nicht geblieben, um die Kapsel zu starten, wäre ich wohl auf der Helios gestorben. Deine Story macht Handsome Jack direkt sympathisch. So ein Mist. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia, die größte Stadt auf Elpis. Ich kenne da wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Da ist er! Feuer eröffnen! Ah, Mist. Du wirst sterben. Alles okay? Na, das kann ich selbst beantworten. Nichts ist okay. Sobald du diese Tür öffnest, tritt der ganze Sauerstoff aus und du erstickst. Das tut ziemlich weh und deine Augen platzen wie Weintrauben, wenn der Druckunterschied zu heftig wird. Also hier mein Plan. Wenn du bereit bist, öffne die Tür und folge mir zu meiner Sauerstoffblase. Klingt das gut? Nicht antworten. Spar dir die Luft. Hier lang, nicht an das mit den Weintrauben denken. Hier, ich drehe diesen Luftkuppelgenerator an, dann kannst du atmen. Okay, schön, dich kennenzulernen. Ich bin Janie Springs, Schrotthändlerin. Und du? Nische. Die gesetzlose Banditenkillerin? Hab von dir gehört. Und was machst du hier? Wir müssen wieder zu dem großen Haar am Himmel. Aber auf diesem Mond gibt's irgendwo ein Störsignal. Das müssen wir erst ausknipsen, sonst fliegen wir gleich wieder raus. Ein Störsignal? Davon habe ich hier noch nichts bemerkt. Versuch's doch mal in Concordia. Ist eine kleine Stadt, die von so einem Typen namens Byriff beherrscht wird. Da kann dir sicher jemand helfen. Um die Reise zu überleben, brauchst du ein O2-Kit. Wir nennen sie Oz-Kits. Ich habe in der Nähe ein paar kaputte eingelagert. Ich kann sie für dich reparieren. Selbst wenn du nicht so der atmende Typ bist, wirst du froh sein um ein Oz-Kit. Geh zu diesen Koordinaten. Räum dort auf.
Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Haben Sie eine beste Qualität von Medikit und Schilden? War mal heil und lag nicht direkt an der Lava. Jedenfalls bis zum großen Bersten. Gesperrt. Ups, schlag die Schlösser einfach mit deinen Fleischklöpsen weg. Das ist mondisch. Für Hände. Schurken für mich killen? Hab keine Lust, wieder zerfetzt zu werden.
Voila. Ein Auskit. Gut zum Atmen, für Doppelsprünge und zum Zerquetschen von Gegnern. Also, zum Dank, dass ich dir das Leben gerettet habe, wirst du ein anderes Leben beenden. Dein Opfer heißt Deadlift. Er ist in der Nähe und er ist ein Arsch. Und er hat was, das ich brauche, um dich nach Concordia zu bringen. Ja. Schmiere überall. Deadlift führt ein paar Scavengers, Scavs an, die immer die alte Dahlmine geplündert haben. Colonel Sarpedon hat sie eingesperrt, aber sie sind entwischt, als Dahls Grabungen den Mond aufgeknackt haben. Sagtest du Sarpedon? Jedenfalls, er hat den Digistruct-Schlüssel für meine Sumi-Stationen. Wenn du ihn killst, ist der Weg nach Concordia frei. Und ich freue mich. Klare Win-Win-Situation. Nichts zu tun? Ich habe Arbeit für dich. Du musst mir dabei helfen. Poster zu entwerfen. Was? Hey, irgendwann habe ich aus Langeweile angefangen, Kinderbücher zu schreiben, aber ich habe sie verloren. Kannst du sie für mich aufstöbern? Könntest du mir auch sagen, wie du sie findest? Mach dich Sauerstoffvorrat bei 40. Ich check es. Tot oder lebendig?
Militärtypen und haben dort gegraben. Sie wurden gierig und gruben immer tiefer und so'n Scheiß. Bis der Mond aufbrach. Alle starben. Und wenn sie nicht gestorben wären, würden sie vielleicht noch leben. Ende. Wie findest du das? Nicht blutrünstig genug. Ich werde darüber nachdenken. Ich glaube, in meinem alten Lager ist noch so ein Buch. Wurde damals von Kragons überrannt, die meine... Sie haben sie getötet. Aus dem Spalt sprang Craig in Flamey, bis voller Wut die arme Janie. Sie schoss ihr mitten ins Gesicht. Den Schädelknochen fand man nicht. Und? Warum hast du mir nie erzählt, dass du so gerne tötest? Wir könnten die besten Freunde sein. Schön gesagt, gutes Feedback. Oh, da fällt mir ein, Flameys Sohn schuldet mir ein Leben und seines hat er ja noch. Spür ihn auf und nimm es ihm, verstanden? Der Bastard ist riesig geworden. Leg ihn um. Schreibe, in der du ein fieses Feuermonster tötest. Hört sich gut an. Punkt deines Sprungs installiert. Du musst dich nur in die Luft katapultieren und irgendwas Motivierendes sagen. Nochmal zum Mitschreiben. Sag was Motivierendes. Immer auf den Schädel zielen. Alles klar. Cool. Dieses Mal werfe ich auch ein paar Ziele hoch. Knall sie ab, bevor du landest. Dann wird das Poster noch besser.
und sag dabei wieder was Motivierendes. Nur ein Witz. Nicht ausflippen. Ein paar Verlage sind interessiert, aber nur, wenn ich die Passagen rausnehme. Deadlift, der Kerl, den du killen solltest, hat gerade einen Stapel Motivationsposter bestellt. Ich hab halt Motivationsprobleme! Begib dich zu seinem Schiff und häng sie überall auf. Hier, nimm die Poster und den Lieferschein. Du musst den Lieferschein unterschreiben lassen, bevor du die Poster aufhängst. Wo bin ich eigentlich? Wie war das mit diesem Deadlift? Wieso willst du, dass er stirbt? Er ist irgendwie ein Blödmann. Sonst nichts? Naja, er hat auch meinen Mond-Sumi-Digi-Strut-Schlüssel geklaut, mich hier sitzen lassen und wurde ausfallend, als ich ihm sagte, dass ich nicht auf Typen stehe. Aber hauptsächlich, weil er ein Blödmann ist.
Kammerjäger, hier spricht Colonel Sarpedon. Du musst Elpis verlassen. Bald wird hier alles noch schlimmer. Ich will dich nicht töten, wenn es nicht sein muss. Tja, schade. Denn ich werde dich mit Freuden killen. Bitte, ganz wie du willst. Deadlift, hier spricht Colonel Sarpedon. Du musst die Kammerjäger töten, die auf dein Schiff wollen. Verpiss dich, Sarp. Ich lass mir doch von keiner Tussi was befehlen, die mich eingebuchtet hat. Sie sagten, deine Sprungpads sind dämlich. Ich werde sie vernichten!